Hallo, ihr Online-Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt. Und heute geht es um das Thema Nutzererfahrung und welche Signale Google für die Auswertung und Bewertung deiner Seite nutzt. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Du kannst es schon an meiner Stimme hören. Ich habe ein paar Probleme mit meiner Stimme zurzeit. Wenn du irgendwas nicht verstehst, wenn du irgendwas akustisch nicht wahrnimmst, dann hau deine Frage unten in die Kommentare rein und ich beantworte sie dir sehr, sehr gerne. Also, um was soll es heute gehen? Wir gehen weiter auf das Thema Nutzererfahrung ein und hier insbesondere um die Signale, die letztlich Google nutzt. In dem letzten Video und auch in dem letzten Beitrag sind wir auf die Core Web Vitals eingegangen. Das ist ja ein ganzes Signal, welches Google letztlich nutzt. Aber dieses eine Signal beinhaltet drei weitere, nicht drei weitere, sondern fast drei zusammen. Ich habe dir das Video vom letzten Mal am Ende diesen Videos quasi verlinkt. Das heißt also, da kannst du dir das Video nochmal angucken. Und auch unten in dem Blogbeitrag, den ich dir in der Beschreibung verlinkt habe, auch dort findest du den letzten Beitrag nochmal verlinkt, dass du das Ganze nochmal im Zusammenhang durchlesen kannst. Heute ja, nehmen wir quasi die nächsten vier Signale durch. Das heißt, hier in diesem Video möchte ich nur auf zwei Signale eingehen, ja, welche eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ich aber leider auch aufgrund meiner Tätigkeit in einer Online-Marketing-Agentur immer wieder feststelle, dass es immer noch Seiten gibt. Und ja, es darf normalerweise nicht sein, aber es gibt es, ja, diese Fälle gibt es halt immer noch. Die anderen beiden findest du unten in meinem Blogbeitrag und unten in meinem Blogbeitrag habe ich dir auch eine Seite verlinkt. Dort kannst du letztlich ja, dir nochmal ein paar Informationen zusammensammeln und du hast da die Möglichkeit, deine Seite bestimmt, also ja, auf bestimmte Art und Weise zu testen. Und der ein oder andere Test hängt mit der Search-Konsole zusammen. Ich möchte dich also an dieser Stelle nochmal bitten. Was heißt bitten? Normalerweise ist es ein Muss für jeden Blogger, mit der Search-Konsole letztlich zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, der eine Link oder zumindest der eine Test basiert auf der Search-Konsole. Das heißt also, du wirst sofort zur Search-Konsole verlinkt und dort kannst du letztlich testen, ob deine Seite für dieses Signal oder zumindest ob der Test quasi positiv ausfällt, dass du quasi in diesem, ja, in diesem Bereich nicht mehr wirklich tätig werden musst. Ich möchte dich an dieser Stelle auch nochmal erinnern, es dauert noch ungefähr 4, 4,5 Wochen, dann steht das nächste große Google-Update an. Das heißt also, und genau aus diesem Grund habe ich das vorweggenommen, dass dann natürlich auch entschieden wird, welche Gewichtung bekommt dieses Signal oder sprich nicht nur dieses, sondern diese Signale zur Bewertung der Nutzererfahrung und welche Gewichtung bekommt die Nutzererfahrung allgemein. Natürlich, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, solltest du immer daran denken, dass der Content, der Inhalt, deine Lösungsanbietung immer noch an erster Stelle steht und immer noch von der Gewichtung her am höchsten ist. Denn wenn der Suchende seine Antwort auf deiner Seite findet, dann ist alles richtig. Dann kann es zum Beispiel auch sein, dass du das eine oder andere nicht erfüllst und du zum Beispiel ja eine schlechtere Bewertung in der Nutzererfahrung hast, weil eben halt dein Content, dein Inhalt ja einfach mehr Gewicht hat als jetzt im Moment die Nutzererfahrung. Dennoch ist es ganz, ganz wichtig, dass du diesen Trend nicht ignorierst, dass du die Signale nicht ignorierst. Und gerade wenn du in diesen Bereichen Probleme hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du daran arbeitest, auch wenn du total wertvollen Content hast. Es ist trotzdem wichtig, dass du die Signale der Nutzererfahrung wirklich ja, gut wiedergibst und dass Google dir letztlich eine gute Bewertung geben kann und deine Seite natürlich auch dementsprechend rankt. Okay, kommen wir zu den zwei Signalen, die ja wichtig für deine Nutzererfahrung sind. Punkt Nummer eins ist, und ich möchte dich einfach bitten, nicht zu lachen, Punkt Nummer eins ist, lass deine Seite über HTTPS laden. Wie gesagt, bitte lache nicht. Ja, es kommt immer noch vor. Es gibt ganz, ganz viele Seiten da draußen, die immer noch über HTTP laden. Das heißt also, dass die Sicherheit nicht zu 100% gegeben ist. Und natürlich geht es da auch ein Stück weit um die DSGVO, weil es auch ein Stück weit abmahnfähig ist, wenn du zum Beispiel einen Blog hast,
wo du eine Kommentarfunktion hast, wo du ein Newsletter hast, wo du zum Beispiel auch ein Kontaktformular hast. Immer da, wo es um Nutzerdaten geht, sollte die Sicherheit definitiv an erster Stelle stehen. Und nicht nur, weil die DSGVO da ist, sondern ganz einfach, weil es, ja, ich möchte ja meinem Nutzer oder zumindest meinem Besucher die Sicherheit geben, dass seine Daten auch gut bei mir aufgehoben sind, wenn er sich quasi ja entweder über das Kontaktformular bei mir meldet oder eben letztlich meinen Blog abonniert. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du schaust, dass deine Seite über HTTPS geladen wird. Und wie gesagt, auch wenn du jetzt an der Stelle lachst, ja, es gibt immer noch Seiten, wo das halt ganz einfach nicht gegeben ist. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das erfüllst. Und natürlich auch auf der anderen Seite, dass du nicht abgemahnt wirst, wenn dir da irgendjemand ja, was Böses will und das Ganze einfach meldet. Der nächste Punkt, auch da wirst du vielleicht ein bisschen schmunzeln. Da geht es um die um das responsive Design. Wenn du dir zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, wenn du dir meinen Blog zum Beispiel anguckst, oder nicht meinen Blog, sondern den Beitrag durchliest, dann wirst du feststellen, dass es dir sicherlich genauso geht wie mir. Ja, das heißt also, dass der größte Teil des Traffics, den du letztlich generierst, der kommt über mobile Geräte. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass deine Seite für die mobilen Geräte auch optimiert ist. Das heißt also, responsives Design. Wenn du ein Theme hast, welches das nicht hergibt, dann solltest du dir zumindest für die mobile Version ein responsives Design holen, wenn du das Design, was du jetzt hast, nicht löschen willst oder nicht ändern willst. Oder achte partout darauf, dass wenn du jetzt gerade dabei bist, dein Theme zu ändern, dass das folgende Theme auf jeden Fall responsiv ist. Und klar, ich weiß, dass ich diesen Tipp normalerweise umsonst gebe, weil ich glaube, 95% oder 99% aller Themes, die man zum Beispiel bei WordPress bekommt, die sind alle responsiv. Von daher muss man sich da deswegen nicht wirklich einen Kopf machen. Aber wichtig ist, für diejenigen, die zum Beispiel ihr Theme selber codiert haben, über Code letztlich selber erstellt haben, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du daran denkst, dass dein Theme letztlich auch für die mobilen Geräte optimiert ist und du da definitiv auf der sicheren Seite stehst. Das sind zum Beispiel Sachen, die kannst du auch über die Search-Konsole testen und letztlich analysieren. Und wenn du da mitbekommst, du zum Beispiel Fehlermeldungen bekommst, dann kannst du da natürlich tätig werden und dein Theme dementsprechend optimieren und anpassen. Das, wie gesagt, sind die beiden Punkte. Zwei weitere Signale findest du unten in meinem Blogbeitrag. Das war jetzt so der Bereich, also aus dem Ranking, klar, aber das war jetzt der Bereich, die Nutzererfahrung oder Nutzererfahrung. Und wie du aus dem letzten Video weißt oder aus dem letzten Beitrag weißt, ist dieser Punkt, wird immer wichtiger für Google oder ist immer wichtiger geworden für Google. Google geht immer mehr in diese Richtung und von daher ist es für dich ganz, ganz wichtig, dass du gerade was die Nutzererfahrung aufpasst, dass du wirklich letztlich auch deine Seite dementsprechend erstellst, dementsprechend strukturierst und natürlich auch dabei denkst oder daran denkst, dass dein Content letztlich wirklich wertvoll ist. Und hier geht es eigentlich, was heißt eigentlich, hier geht es letztlich nur darum, erfüllst du die Suchintention des Suchenden, das heißt also, kannst du ihm eine Antwort auf seine Frage liefern und wenn das letztlich der Fall ist, dann bist du da schon mal auf der guten Seite oder auf der sicheren Seite, eine gute Bewertung durch Google zu bekommen. Und wenn du eine gute Bewertung bekommst, dann ist es letztlich so, dass es auch ein Stück weit dein Ranking beeinflusst und zwar nach oben hin. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich das Ganze hier nochmal zusammenfassen darf. Ja, die beiden Signale, die ich dir hier in dem Video vorgestellt habe, ja, die sind selbstverständlich oder sollten heute selbstverständlich sein. Nein, sind sie aber eben nicht. Es gibt halt noch zu viele Seiten, die nicht über HTTPS laden. Es gibt auch ganz, ganz viele Seiten, die nicht responsiv optimiert sind. Das heißt also nicht optimiert sind für mobile Geräte. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du daran denkst, dass du alleine schon diese Punkte umsetzt. Dann, wie gesagt, findest du zwei weitere Punkte unten in meinem Blogbeitrag. Also lesen die auf jeden Fall durch. Die Nutzererfahrung wird und ist für Google extrem wichtig. Der Nutzer steht hier an erster Stelle und wird es natürlich auch weiterhin. Von der Gewichtung her
ist jetzt noch nicht hundertprozentig klar, wie schwer das Ganze gezählt oder gewertet wird. Wichtig für dich aber ist zu wissen, dass die Nutzersignale oder zumindest die Signale zur Nutzererfahrung jedes Jahr aktualisiert werden. Das heißt also, sie werden jedes Jahr verändert. Aber grundsätzlich wird es immer so sein, dass es um die Sicherheit geht. Es wird grundsätzlich darum gehen, dass es immer um die mobile Optimierung wird. Immer mehr Menschen nutzen das Internet auch mit, wenn sie unterwegs sind, mit ihrem Handy, mit ihrem Tablet. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du genau für diese Bereiche deine Webseite optimierst und darauf achtest, dass dein Team zum Beispiel responsiv ist. Ich hoffe, meine Stimme hat dich jetzt nicht wirklich davon abgehalten, bis hierher zu gucken. Ich hoffe, ich konnte dir verständlich alles rüberbringen. Wie gesagt, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, wenn akustisch irgendwas nicht so verständlich rübergekommen ist, dann hau da die Frage unten in die Kommentare und ich werde mich definitiv drum kümmern. Ich hoffe, zum nächsten Video ist meine Stimme vielleicht schon ein bisschen besser. Schauen wir mal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das Ganze so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, die folgenden Beiträge und Videos nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke mal dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Nutzererfahrung. Diese Signale nutzt Google.